Hallo YouTube, hier spricht die Stimme der Hauptstadt, Baltics Agony am Start und ich bin richtig gut gelaunt, denn ich habe Call of Duty 4 und Call of Duty 5 mir für die Xbox geholt und habe damit sozusagen mich endgültig vom PC-Zocken getrennt. Ich zocke ja schon seit längerem nur noch auf der Xbox, aber ich hatte halt wie gesagt noch die ganzen Spiele Call of Duty 4 und Call of Duty 5 für den PC. Und als ich letztens probiert habe, mal wieder da zu zocken und nochmal das Ganze, die ganzen guten alten Call of Duty Zeiten erneut aufzunehmen. Ja, war das irgendwie nichts mehr Dolles. Ich bin die ganze Zeit in Hacker-Lobbys gekommen und keine Ahnung. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht, bin in die Stadt gefahren und habe mir Call of Duty 4 und Call of Duty 5 für die Xbox geholt. Und ich war positiv überrascht, denn ich hätte eigentlich es nicht anders erwartet. Das war eigentlich eher so ein Verzweiflungsversuch, diese Spiele vielleicht nochmal spielbar zu spielen, eben und viele haben ja auch gesagt, dass auf der Xbox genauso gehackt wird wie auf dem PC, aber ich war bisher, glaube ich, in keiner einzigen Hacker-Lobby. Ich meine, gut, so viel habe ich noch nicht gespielt, aber immerhin so einige Spiele habe ich dann doch gemacht und ich bin wirklich noch in keine Lobby gekommen, wo gehackt wurde, und darüber bin ich richtig glücklich, denn ich muss sagen, ich liebe einfach Call of Duty 4 und Call of Duty 5. Es sind einfach so geile Spiele, nicht nur, weil die Maps einfach extrem gut ausgearbeitet sind, sondern weil es eben auch wirklich darauf ankommt, mit der Waffe viele Kills zu machen und man nicht durch die Abschussserien so oft supported wird. Denn hier gibt es keine AC-130, hier gibt es kein Pavlo, kein Blackbird oder sonst ähnliche Sachen, die einem das Spielen extrem erleichtern, sondern hier kommt es wirklich darauf an, dass man Waffenkills macht. Und ich habe in diesem Team Deathmatch, was ich hier gespielt habe, glaube ich, 38 oder 39 Waffenkills gemacht. Irgendwie sowas war's. Und ich finde, das ist eine erstaunliche Zahl, denn wenn ich sonst bei MW3 oder Black Ops Team Deathmatch hochlade, dann mache ich eigentlich die Hälfte der Kills mit der Waffe und die andere Hälfte haben die Hunde oder der Pavlo oder was auch immer erledigt. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, spiele ich wieder COD 4 und gehe sozusagen so ein bisschen zu den Anfängen zurück. Und warum ich dieses Video außerdem mache und warum ich in nächster Zeit auch, denke ich, immer mal wieder Call of Duty 4 und Call of Duty 5 bringen werde, ist, ich bin auf YouTube auf ein Video gestoßen, wo sich die amerikanische Community mal so ein bisschen zusammengesetzt hat und sich gesagt hat, ey, wir haben eigentlich mittlerweile so eine Macht, ja, und wir sind mittlerweile so groß und können Dinge so stark beeinflussen, warum versuchen wir nicht einfach mal uns an Robert Bowling, der ja gut mittlerweile nicht mehr der Chef von Infinity Ward ist, aber es mal war, und eben dann David von der Haar, also den Chefentwickler von Treyarch, mal ein paar Nachrichten zu schicken in Form eines Videos und ihm zu zeigen, dass wir diese alten Spiele wieder gepatcht bekommen wollen. Und ich fand dieses Video richtig geil, ich werde es in die Videobeschreibung packen, und auch wenn es mittlerweile schon wieder gesagt wurde, dass es nichts wird, also dass das Patchen einfach nichts bringen würde und dass es nicht geht, jedenfalls so haben sich da zu dem Zeitpunkt noch Robert Bowling und David Fonda dazu geäußert, fände ich es einfach extrem geil, wenn wieder mehr Leute dieses Spiel spielen würden. Und ich sehe, Max FPS zum Beispiel bringt ab und zu mal Call of Duty 4. Das finde ich richtig cool, aber es gibt mir insgesamt viel zu wenige Videos von diesen alten Spielen. Und ich bin ja nicht der große MW2-Fan, deswegen bin ich dann immer so ein bisschen, ja, wenn ich dann schon immer sehe, wenn sie dann sagen, das sind Oldschool-Games. MW2 ist für mich kein Oldschool-Game in dem Sinne irgendwie. Ich weiß nicht. Ich will mich auch nicht über MW2 jetzt hier beschweren, aber COD 4 ist einfach so, ja, so ein einfach gemachtes Spiel, was so unglaublich viel Spaß macht. Okay, die Martyriengranaten nerven ein bisschen, die vielen Claymores sind auch ein bisschen nervig, aber ansonsten gibt es einfach nichts, was in diesem Spiel aufregt. Selbst die Leute, die Juggernaut haben, sind mir im Endeffekt egal. Vielleicht die Sniper können einen manchmal noch ein bisschen zum Ragequitten bringen, aber ansonsten macht es einfach nur Bock, mit der Waffe hier rumzulaufen, vor allem mit der AK-47 oder der MP5, die machen einfach wirklich Laune. Und deswegen habe ich mich wirklich dazu entschlossen, nicht nur dieses Gameplay, sondern eben weitere auch noch folgen zu lassen auf meinem Channel. Und das soll sozusagen den Anfang darstellen zu Back to the Roots sozusagen. So wie alles damals begonnen hat, so wie damals die ersten YouTuber aus Amerika ihre Videos gemacht haben. So will ich das jetzt 3-4 Jahre später aufnehmen und diese Gameplays dann eben bringen. Denn mir gibt's eindeutig zu wenig Call of Duty 4 und Call of Duty 5 auf YouTube. Und was mich richtig beeindruckt hat, die Verbindung in Call of Duty 4 ist wirklich richtig geil. Also ich habe selten ein Call of Duty erlebt, wo ich so oft 4 Striche habe.
in der Lobby. Also ich hatte wirklich dauerhaft 4 Striche. In COD 5 sah es ein bisschen anders aus, da hatte ich meistens 2 Striche, da lag meistens aber am Host, weil der irgendwo aus Amerika, denke ich mal, gekommen ist. Aber in Call of Duty 4 wirklich die ganze Zeit 4 Striche, was ich sonst von keinem anderen Call of Duty sagen kann. Und da macht es einfach richtig Fun zu zocken. Und habe hier gleich den ersten Tag richtig viele Gameplays eigentlich erspielt. Also ich hatte durchschnittlich so 30, 35 Kills bei Team Deathmatch. Und wenn man sich überlegt, dass man hier halt wirklich nur eigentlich die Waffe hat, einen ziemlich schwachen Helikopter und ja, im Endeffekt einen Luftschlag, der aber relativ selten Kills macht, dann ist es doch eine Leistung, wenn man dann in jedem Team Deathmatch wirklich so 30, 35 Kills macht. Und das hier war dann ein 42-Kill-Team Deathmatch, allerdings leider auch mit 11 Toten und ohne Helikopter. Und ja, ich hoffe, das Gameplay hat euch gefallen und euch gefällt auch das, was ich vorhabe in nächster Zeit. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.